Ja, wir sollten definitiv ins Kino gehen. Aha. Ja. Oh, das ist meine Chance. Lauf weiter. Ach, ja, ich geht. Aber es geht, Freundin. Na toll, das habe ich ja gerade noch gebraucht. Lass meinen Fuß los, okay? Lass los. Bestehst du aus Sekundenkleber oder was? Ich schätze, du kommst mit mir ins Chemielabor. Ein neues Abenteuer, oh, so spannend. Oh, es ist so schwer, sich zu konzentrieren. Alles okay da unten? Faszinierend. Alles, woran ich denken kann, ist dieser blöde Kaugummi. Musst du unbedingt hier sein? Ich frage mich, wer der Mörder ist. Oh Mann, werde ich jemals wieder Privatsphäre haben? Oh, kein Scherz. Der dachte echt, er könnte dieses Level alleine schaffen. Ja, natürlich hat er das. Das ist so ein Trottel. Tja. Au! Was ist passiert? Oh, mein Kopf tut weh. Ich glaube, ich liege auf dem Boden. Hey, wo ist mein Lolli? Ich stecke in der Klemme. Ich bin auf dem Boden gefangen. Jemand muss mich aufheben. Ich mag nicht hier unten zu sein. Oh, hey. Es sieht aus, als hätte ich eine neue Frisur. Ich rufe zurück. Boah, ekelhaft. Wieso ist der so dreckig? Tja, das war's dann wohl. Mach's gut, Lolli. Du hättest mehr geben können. Oh, so gemütlich in meinem Mantel. Was für ein toller Tag. Oh, mir ist so langweilig. Setz dich hin, wenn du eine Maniküre brauchst. Meinst du, du kannst mir hiermit helfen? Ach ja, bestimmt auch. Zeig mal her. Naja, so schlimm sind sie ja nicht. Die Pfeile werde ich aber definitiv brauchen. Na gut, Zeit für ein paar Abrissarbeiten. Ich brauche diesen Winkel für die Präzision. Ja, das ist der Winkel, den wir anstreben. Okay, es kann losgehen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hierfür werden die Elektrowerkzeuge benötigt. Aber nicht der Bohrer. Nee, die Säge. Das wird ein verdammt harter Job. Wow, das wird ein bisschen heikel. Schon gut, mach weiter. Okay, der Job geht weiter. Also, das war's. Das ist ein schmutziger Job, aber jemand muss ihn ja machen. Ja, sieht gut aus. Hier, das schulde ich dir. Oh, das ist ja unglaublich. Oh, das ist ziemlich heftig. Oh, ich kann nicht wegschauen. Was wird als nächstes passieren? Wow, es ist schön, endlich aus dem Sack zu sein. Hey, danke, dass du mich da rausgeholt hast. Ach, Mist, jetzt sind meine Hände voll Krümel. Die Krümel sind toll, oder? Wow. Krümel für alle. Das ist das Beste. Gut, dass ich immer einen Vorrat dabei habe. Ich bin müde. Mal sehen, wo sind meine Kontaktlinsen? Alles klar. Rein mit euch. Wow, hier draußen ist es so hell. Ich gehe besser hier lang. Au, das tat weh. Okay, versuchen wir es noch einmal. Wie wär's mit dieser Richtung? Autsch, das tut noch mehr weh. Okay, dieses Mal klappt es. Oh, ich hab's. Genau so. Habe ich sie reinbekommen? Super. Jetzt kann ich wieder Dinge erkennen. Zeit zum Rasieren. Ja, jetzt schön meine Haare trocken rubbeln. Yep, sieht gut aus. Warte. Was zur Hölle? Sind das Nasenhaare? Ekelhaft, ich muss mich darum kümmern. Oh, das wird jetzt wehtun. Alles klar, ich krieg dich. Komm schon,
Raus mit dir. Oh, das ist ein harter Brocken. Vielleicht brauche ich eine Hebelwirkung. Na los. Komm schon, geh raus. Geh raus. Ich hab's. Ekelhaft, da drin wuchs ein richtiger Pelz. Sieht jetzt aber gut aus. Ist dieses Kleid nicht total süß? Wie eklig. Was? Du bist ein kleines bisschen verschwitzt. Oh Gott, wie peinlich. Du brauchst eine kleine Auffrischung. Der Pinsel ist immer am besten. Der nimmt total viel auf. Der Schweiß wird gleich schon wieder weg sein. Bye-bye, überschüssiges Puder. Oh, wie viel war da bitte drauf? Phew. Ist es vorbei? Nur noch ein kleines bisschen. Deckt es den Schweiß schon ab? Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nur die Nase nicht vergessen. Okidoki, sieht schon viel besser aus, oder? Okay. Das Mädel braucht einen Spiegel. Schweißfrei, Baby. Oh, ich habe so schlecht geschlafen. Uiuiui, diese Augenringe sind wirklich dunkel. Huh? Das nenne ich mal ein müdes Gesicht. Ja, das kann man wohl sagen. Sogar meine Zähne sehen müde aus. Ihr könntet eine Reinigung vertragen. Ja, viel besser. So sauber. Dieses Shirt stinkt. Kann dich nicht sehen. Ja. Oh, dickes, fettes Nein. Echt? Na gut. Pass doch auf! Ist das schick oder was? Finster-Vibes! Du denkst, du siehst gut aus? Nun, das ist schon viel eher mein Stil. Absolut! Zwei Daumen hoch! Ich sollte auch gut riechen. Ich glaube, ich bin allergisch. Hoffentlich sind meine Haare okay. Es könnte besser sein. Kein Problem, das behebe ich schnell. Gut sehe ich aus. Ich helfe doch immer gerne. Es ist eine Kunst, die perfekte Hähnchenkeule zuzubereiten. Etwas gemahlener Pfeffer kann viel bewirken. Noch ein bisschen mehr. Ich bin hier für einen Bräunungstermin. Mach das ordentlich. Aber natürlich, ich weiß genau, welche Form dir gefällt. Mach es einfach. Alles eine Frage der Vorbereitung. Fast fertig. Und zu guter Letzt hier. Das perfekte Hühnerhandtuch. Das gefällt mir. So pingelig. Nach der Würzung musst du alles einreiben, damit überall Geschmack rankommt. Ich kann es kaum erwarten, dich zu essen. Bis gleich. Diese Hitze ist super. Da werde ich schön goldbraun. Wow. Schon fast genug geröstet. Jetzt bin ich goldbraun. Wuhu. So lecker. Sieht fertig aus. Und es riecht auch fertig. Ein schönes goldenes Braun. Mann, die Luft hier ist toll draußen. Fast hätte ich es vergessen. Ich muss noch einen machen. Was ist braun und duftet? Du warst schon eine Weile in der Hitze. Viel Spaß. Ich bin hier. Das sollte nicht so lange dauern. Und ab in den Ofen mit dir.